Und damit herzlich willkommen zum nächsten Teambuilding. Und zwar Spieltag Nummer 5 ist das, ne? 5 gegen Beltoy Story? Ich glaube, man spricht Beltoy aus. Bin mir gerade nicht sicher. Würde so im Gedanken erstmal Beltoy sagen, aber ich glaube, das war falsch. Ich glaube, es heißt Beltoy. So, jedenfalls gegen den guten Hydronik, den Hydronik. Wir stehen momentan 2-2, haben letzte Woche leider gegen Belly verloren. Für euch war das letzte Woche, für mich war das gestern Abend, weil ich ja die Spieltage hintereinander machen muss. Und deswegen würde ich ganz gerne wieder einen Sieg tatsächlich holen, denn ich würde ganz gerne 3-2 stehen. Wenn wir nochmal verlieren, dann können es am Ende mit dem potenziellen Sieg halt nicht so gut aussehen. Mit 3 Niederlagen wird es dann schon ein bisschen schwierig. Mit 2 geht es vielleicht noch. Vor allem, da wir mit Tabasco selbst noch jemanden vor uns haben, gegen den wir selber noch müssen und der hoffentlich auch mal verliert. Genau wie Flo. Bitte verliert einfach mal. Weil wir wollen den Anschluss natürlich nicht verlieren. Ich hoffe generell, dass diese Season einfach spannend bleibt. Deswegen gucken wir einfach mal, was wir gegen Kusha machen können. Der gute Kusha hat nämlich dabei ein Terrakium, ein Griffeldes, ein Cavalanzas, ein Skelabra, ein Whimsicott. Er breakt damit seiner Konda sein Gen 5 Theme, aber führt es damit Voltula weiter, bricht es wieder mit Baldorfisch und Glaciola und Sonfel, aber kommt zum Schluss nochmal mit Barschuft wieder back to the roots. Ist ein... Ich weiß nicht, also... Ich würde das Team halt nicht spielen, weil es halt nicht mein Spielstil ist, aber ich glaube, der Kusha, der kommt damit ganz gut klar. Und deswegen wird das ganz interessant, wie wir da versuchen, vorbeizukommen. Wir gehen aber direkt mal zum ersten Mon, weil Kusha war da auch schon ein bisschen und ich musste das Teambuilding hier gerade auch verzögert aufnehmen. Wir haben einmal nämlich dabei unseren Fish Choice Band mit Liquidation Drill Run, Psychic Fangs und Aqua Jet. Der Fish ist erstmal ziemlich geil, weil alles, der outspeedet alles. Das Ding ist nämlich auch, ich habe also den Fish so schnell gemacht, dass er Whimsicott outspeedet. Whimsicott kommt auf 184 Speed. Das heißt, ich könnte 185 spielen, aber ich in der Vergangenheit gerne mal solche Speed-Creeps selbst gespeed-creept habt, habe ich die Befürchtung, vielleicht will der irgendwie, wenn er irgendwas scarft, das halt auf den Scarfish, nur falls das macht, so auf den gespeed-creepten Fisch machen. Und deswegen habe ich einfach nochmal 2 extra Punkte draufgepackt, einfach nur, falls er irgendwie auf diesen Speed-Creep hier speed-creept, dass ich das dann noch outspeede. Und das wird sich wahrscheinlich noch häufiger durchziehen. Alle 2 Spieltage packe ich 2 mehr in die Innen. Ja, aber wie gesagt, weil, wenn ich mir sein Team angucke, so, wenn wir mit Liquidation so einen 20% Drop bekommen, dann ist halt Griffeldes auch nicht so der beste Switch in so. Sein bester Switch, in den er rein theoretisch dann noch hätte, wäre ein Elfhuhn. Entschuldigung. Wäre halt ein Elfhuhn. Da muss er allerdings auch Poison Jab fürchten. Deswegen glaube ich nicht, dass er da eventuell so immer reingehen wird. Wir haben noch Drill Run, denn damit treffen wir noch, unter anderem Baldorfisch, den wir auch nochmal mit Psychic Fangs treffen. Allerdings dachte ich, will ich tatsächlich lieber beide Moves haben, weil mit Drill Run, wenn ich mich halt mit Choice Band locke, dann ist es mir doch am Ende lieber, wenn da halt noch ein Baldorfisch ist, wo ich dann Drill Run kann. Allerdings könnte ich mich da halt dann zum Beispiel, würde ich gegen andere Sachen wieder nicht so gut darstellen. Also manchmal will ich mich vielleicht in die Psychic Fangs locken. Und zum Schluss haben wir noch einen Aquajet einfach für die Prio. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich so oder so in 95% der Fälle einfach Liquidation drücken und in den anderen 5 Aquajet. Aber trotzdem ist das eigentlich ganz gut, weil es halt, wie gesagt, sehr, sehr guten Schaden macht. Gegen sein komplettes Team und wie gesagt, outspeedet halt einfach alles so. Dann haben wir wieder das Golurk. Ich meine, mal gucken, ob ich schaffe, den an jedem Spieltag mitzunehmen. C-Pick, der an jedem Spieltag mitkommt, das ist auch gut. Und zwar ist das diesmal nicht Iron Fist, sondern No Guard. Denn mit dem Expert Belt ist tatsächlich Stone Edge ein Two-Hit, wenn er, beziehungsweise zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn er keine Leftovers auf Griffeldes spielt, und ich kann mir vorstellen, dass er halt die Boots drauf spielt. Und dann können wir tatsächlich mit Stone Edge das Ding Two-Hitten. Macht, glaube ich, irgendwas, lass mich lügen, 47 Min. Also wir haben eine ganz gute Roll, das Ding komplett für Steph zu Two-Hitten. Was schon ziemlich nett ist. Und wir haben genug Speed, um angenommen, er rechnet halt so, dass ich auf Griffeldes gehe, so mit 101, weil Griffeldes kommt auf 100 auf Level 50 mit 80 Speed. Und dass ich auf 101 gehe, macht er 102 bei Griffeldes raus, deswegen mache ich einfach mal 103 draus. Das heißt, ich brauche nicht mal unbedingt einen Rock Polish. So. Ich bekomme potenziell mit Rock Polish, bekomme ich gegen sowas wie
Terrakium einfach raus. Das sollte da eigentlich kein Problem sein. Auch Voltula kann mich dann halt mit einem Giga Drain nicht unbedingt one-hitten oder so. Und dann können wir einfach Rock polishen. Treffen mit dem EQ sehr viel, sehr effektiv. Haben dann auch einen Heat Crash und auch Stone Edge. Heat Crash für Cavalanzas zum Beispiel. Und gegen Glaciolas ist das auch ein bisschen stärker als ein Stone Edge. Oder gegen Voltula, obwohl da es auch egal ist, weil der tankt nicht so viel. Und Heat Crash haben wir auch nochmal gegen Whimsicott. Muss man natürlich aufpassen, könnte er eventuell halt auch Encore versuchen, so in Rock polishen, das wäre nicht gut. Aber wie gesagt, mit No Guard müssen wir uns halt auch keine Sorgen machen. Ich glaube, er hat nicht wirklich so Hits, wo ich mit Golok Angst haben müsste, wenn er die wirklich trifft. Ich meine, so ein Donner von Voltula ist dann egal, eine Stone Edge von Terrakium ist egal, ein Feelander von Cavalanzas ist dann auch nicht so wichtig und ja, deswegen können wir das eigentlich machen. Deswegen No Guard, wie gesagt, weil dann die Edges tatsächlich immer treffen. Und immer treffen ist doch ganz gut. Und wie gesagt, E-Belt einfach ein bisschen extra Schaden mit sehr effektiven Attacken. Wir treffen eigentlich das meiste davon. Und vor allem auch im Gefällt ist eventuell zu töten. Weil wenn ich dann halt so in das Ding safe in Terrakium reinhole, kann er es halt predicten quasi, weil er killt mich mit dem Foulplay bei Grefeldes ist immer. Ohne Boleobeere. Und wenn ich halt dann, anstatt auf Rock Polish zu gehen, direkt auf eine Stone Edge gehe gegen Terrakium, was natürlich an sich gefährlich ist, aber Terrakium kann Golok halt nicht so krass viel. Und danach noch schneller bin als Grefeldes, kann ich das Ding halt rausnehmen und das wäre halt schon ziemlich geil. Dann gehen wir weiter zu dem Skinner, zu Kramor. Das Ding ist, ich rechne eigentlich relativ safe mit Skelabra. Wenn er es aber nicht mitbringt, ist das hier ein ziemlich nice Set tatsächlich, weil das Ding kann, dieses Set kann halt Skelabra absolut nicht touchen. Da kann ich immer rausgehen, muss irgendwas anderes reinholen. deswegen müssen wir gucken, was wir da eventuell machen. Ich glaube halt, wie gesagt, es kommt mit, vielleicht sogar in einem Subset, weil es eben Kramor relativ gut handelt. Es kommt eigentlich in die meisten Kramors einfach rein. Und ja, deswegen, wir spielen nämlich Sub-Iron Defense Roost. Warum nicht Bullgap? Ich brauche den Attack halt nicht, weil ich nur Bodypress spiele. Und mit Sub kann ich zum Beispiel gegen sowas wie... Keine Ahnung. Ich kann gegen Grefeldes potenziell subben, wenn er mich nicht tauntet. Und er breakt halt mit einem Foulplay niemals meinen Sub, auch ungeboostet nicht. Und dann kann ich halt Iron defensen. Und je höher meine Verteidigung ist, desto stärker wird Bodypress. Was ganz geil ist. Und selbst wenn er halt so ein paar Resistance hat, wie Voltula, Baldorfisch oder auch Elfhun... Die nehmen halt auch super viel Chip. Und das ist halt generell auch nochmal tatsächlich ganz gut, weil SD Terrakium ist dann halt auch kein Problem, so wenn ich halt eine Iron Defense rausbekomme. Ich kann mich dann halt gegen sein SD hoch, kann ich quasi mithalten und das ist dann auch ganz praktisch. Wir spielen auch Pressure, weil es könnte eventuell irgendwann mal zu einem, weiß nicht, ob es irgendwann ein Stall Battle geben sollte, weil ich halt Roost Leftover Sub habe. Und mit Pressure stall ich da halt so ein bisschen seine PP aus und das ist dann halt auch ganz praktisch. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das da tatsächlich was machen kann. Ich kann das natürlich erst fahren, wenn Voltula und Skelabra nicht da sind und ich rechne bei ihm relativ safe mit dem Sticky Web. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, deswegen seht ihr auch schon das letzte Mon hier im Bunde. Denn ich habe auf Kramor mit den Moves, es hat kein Defog mehr drauf gepasst, aber ich muss Defog mitnehmen, weil wenn er gegen mein Team... Webs legt, habe ich ein Problem und ich die nicht wegbekomme. Deswegen, und ich rechne auch eigentlich safe mit Webs, ich glaube halt so Webs und Skelabra können mein Team halt schon ordentlich wehtun, vor allem auch nochmal wegen Glaciola. Deswegen, wie gesagt, haben wir den Boy hier auch nochmal mit ein bisschen Speed, einfach nur falls er irgendwie auf ein non-investetes Kramo irgendwas Speed creept oder so, dass ich es outspeeden kann. Hatte ich hier irgendwas zum Init gesagt? Nee, Init habe ich ja bei denen alle schon gesagt. Dann gehen wir weiter zu Elisard. Er hat nur Salakonda in seinem Team als Immunität gegen Elisard. Ich weiß nicht, ob er es mitnimmt tatsächlich. Er hat es auf Twitter sehr getrashtalkt. Also wenn du es mitnimmst, Kusha, dann bin ich enttäuscht. Aber wenn er es nicht mitnimmt, dann hat er keinen Specs Thunderbolt Switch-In. Und ich kann auch einfach Volt switchen, wenn ich Bock habe. Dazu kommt noch mit Hyper Voice, einfach um so Sachen wie Elfhund noch ein bisschen mehr Schaden zu machen oder halt auch andere Mons zu treffen, so wenn da halt ein Salakonda ist, aber ich wollte halt trotzdem auch nochmal Surf spielen, einfach nur falls er da kommt, weil da halt auch noch ein Terrakium ist da, ein Skelabra ist da, was halt eine Schwäche hat, ein Sonnenfill ist auch nochmal da, um das sehr effektiv zu treffen, deswegen Surfer. Vom Speed her, wir spielen komplett Full Speed, weil wir outspeeden damit Terrakium um einen Punkt, wenn es nicht Scarf ist und das lasse ich mir nicht nehmen. Und wie gesagt, er hat halt einfach, wenn Salakonda nicht mitkommen sollte, hat er halt
absolut kein Switch. Und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass er das ja auch sieht und dass er es mitnehmen muss, weil abgesehen von Elfhund outspeedet Elesaat sein komplettes Team. Elfhund kann Elesaat jetzt auch nicht so richtig gut touchen, er kann es halt nicht paralysieren. Er könnte natürlich einen Rückenwind rausholen, aber er kriegt halt auch super viel Schaden. Deswegen rechne ich eigentlich tatsächlich mit Voltula, Sanaconda, Skelabra. Er muss wahrscheinlich auch... Ich kann mir tatsächlich einen Fist-Def Cavalanzas vorstellen, so um gleich meinen Apfel ein bisschen besser zu handeln, weil selbst Grifeldis ist dagegen halt ein Two-Hit so mit der Drachenattacke. Und ich glaube nicht, dass er da irgendwie groß rumspielen kann. Er hat es ja gegen Taps ein bisschen versucht, mit Switches seine Gigaform auszustallen. Ich weiß nicht, inwiefern das gegen mich gelingt mit Drapfel, weil... Ich muss halt gucken. So, er könnte halt versuchen, so in Elfhund zu gehen, um die Drachenattacke abzuwehren, aber ich habe halt auch den Flugmove und der bumst Elfhund halt in eine andere Dimension. Deswegen, ja. Aber wie gesagt, Elesaat ist eigentlich ganz geil, weil ich kann halt fast damit leaden und ich kann Volt switchen. Die Frage, ob man mit einem Scarfer leadet, was könnte bei ihm Scarf sein? Es könnte Glaciola Scarf sein, da sind wir. Den tanken wir aber halt trotzdem, den Ice Beam, weil wir eine gute Spätstaff haben. Glaube nicht, dass er mit Terrakium als Scarf leadet. Das heißt, eigentlich ist der hier schon ein relativ guter Lead. Dann geht's weiter zum Apfel. Ich glaube, den haben wir so schon fast immer wieder gespielt. Der ist halt einfach gut, weil er tankt einen Hit. Wenn es jetzt nicht gerade Glaciolas Ice Beam ist, dann tankt er den halt eigentlich. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob eine plus zwei Kreuzschere von Terrakium dann auch killt. Wobei ich glaube, Kreuzschere ist tatsächlich... Ich glaube, ein Close Combat ist gleich stark. Ich glaube, Kreuzschere hat 80 Stärke, deswegen müsste ein Close Combat gleich stark sein. Aber wir haben einmal Outrage ist klar, Graph Apple ist auch nochmal klar. Graph Apple macht da einfach gut Schaden und ich will tatsächlich eventuell eine Pflanzenattacke nochmal rausholen, um irgendwas ganz gut zu treffen. Schadet ja nicht, ist tatsächlich keine Pflicht. So, dann haben wir Fly für den Speedboost und halt um Elfhund zu treffen. Wir können damit Elfhund treffen. Wir machen super viel Schaden gegen Cavalanzas. Und ja, ist eigentlich ganz gut. Und zum Schluss haben wir nochmal einen Sucker Punch, weil einfach eventuell können wir den brauchen. In der Gigaform machen wir damit auch nochmal super guten Schaden gegen irgendwas anderes. Also ich wollte halt tatsächlich einfach den Move haben. Ich glaube nicht, dass ich wirklich dazu gekommen wäre zu D-Dance mit Drapfel vorher. Trotz dem letzten Mon, was hier gleich noch kommt. Und ja, deswegen. Aber der soll einfach wieder ein bisschen, vielleicht ein bisschen Lücken reinreißen, nur ein bisschen anchippen, weil meine Wincon sehe ich tatsächlich, wenn dann eher, bei allen anderen. So, ich lege meinen Fokus in diesem Matchup tatsächlich nicht auf Drapfel, der soll einfach nur ein bisschen abfacken. Ihm so ein bisschen, vielleicht ihn tatsächlich zu den Switches bringen, dass ich nicht mal unbedingt auf den Drachen-Move gehe, so damit er mit Elfhund. Deswegen, er muss halt eigentlich, ich rechne mit Elfhund, mit Voltula, Sanaconda muss eigentlich mitkommen, Cavalanzas kann ich mir vorstellen, Skelabra aber auch. Und ich weiß nicht, ob er tatsächlich Terrakium mitbringt. Also eigentlich kann ich mir tatsächlich so mit Grifeldis, es wird schwierig, aber wieder, also ich glaube, er hat ein echtes Move. Mons-Problem, weil er gerne 8 Mons mitnehmen würde. Aber ja, wie gesagt, Drapfel ist einfach nur mal dazu da. Wir haben auch genug Speed, um auf plus 1 einen Scarf Glaciola und generell auch einen Non-Scarf Glaciola zu outspeeden. Ja. Und ich glaube, das sollte dann auch relativ gut passen. Und zum Schluss haben wir noch Judy Boots Skuntank. Der wird ja auch definitiv auf Thumbnail kommen, weil ich glaube nicht, dass er diese Season nochmal mitkommen wird. Ich habe schon gesagt, er ist hauptsächlich dafür da, dass wenn er Webs legt, was ich mir bei Voltula sehr gut vorstellen kann, dass ich auf den hier, dass ich die halt wegbekomme. Deswegen spielen wir hier Defog drauf. Wir spielen nochmal Toxic drauf, einfach um eventuell Grifeldis zu toxicen, was halt ganz nett ist. Wir können Elfhund toxicen. Wir haben leider keinen Flamme für Cavalanzas, mit dem muss er aber rechnen. Und wir können halt generell ziemlich viel toxicen. Wir können mit Memento eventuell einem anderen Mon potenziell einen Boost geben. Oder was heißt ein Boost? Also wir können ihn reinbringen und dann eventuell ein bisschen Druck aufbauen, weil er dann eventuell nicht drin bleiben kann. So kriegen wir vielleicht einen Elesaat wieder rein. So kriegen wir vielleicht auch den Apfel rein, um dann erstmal safe den Flugmove rauszuhauen, damit wir schneller sind als alles. Und ja. Und Sucker nochmal einfach als Prio, die ich auch nochmal ganz gerne haben würde. Weil wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor Skelabra. Und wir haben jetzt in diesem Team 3 Prios, die Skelabra sehr effektiv treffen. Wir sind auf Full Speed, dass wir Skelabra generell outspeeden. So kann ich vielleicht, bevor er auf den Sub geht, nochmal einen Toxic rausholen oder vielleicht sogar ein Memento, who knows. Oder halt ein Toxic, so einfach nur um safe schneller zu sein, trotzdem den Sack einfach nur, um allem vielleicht nochmal ein bisschen Schaden zu geben. Aber ja, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass der gute Boy hier nochmal irgendwann diese Season mitkommt. Wenn er Knockoff könnte, wäre das besser, aber nee. Wie gesagt, Kusha muss halt eigentlich auch damit rechnen, dass ich Fireblast oder Flamethrower spiele. Und deswegen kann Cavalanzas auch nicht mal unbedingt so safe in dem drin bleiben, vor allem, wenn ich ihn reinholen sollte.
Und ja, dann kann ich vielleicht ein bisschen nerven. Und durch die Boots werde ich halt auch nicht langsamer, wenn ich ins Sticky Web reinkomme und kann dann halt defoggen und ich muss halt nur diese Spinne wegbekommen. Wenn er den Ball hier sieht, wird er wahrscheinlich auch damit rechnen, dass ich hier defog drauf spiele. Und nicht auf Kramor. Aber ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass das was wird. By the way, der Pflanzenmove auf Trapfel ist zum Beispiel auch nochmal für Sanaconda. Weil wenn er Sanaconda mitnimmt und ein Coilset spielt, habe ich ein bisschen Probleme. Deswegen spiele ich Gravitation. So, damit senke ich halt die Death und halte ihn unten. Und es macht halt einfach super guten Schaden. Ich glaube, damit habe ich alles gesagt. Kusha wartet bestimmt schon. Ich kann mich jetzt komplett fertig machen für den Kampf. Und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Samstag und ein wunderschönes Wochenende. Ich werde dieses Wochenende, an dem das Ganze stattfindet, tatsächlich komplett damit verbringen, für meine Abschlussprüfung meinen Film fertig zu machen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich zu irgendwas an diesem Wochenende kommen werde oder so. Ich weiß gerade auch nicht, um wie viel Uhr morgen der Kampf kommt, aber ja, zur gleichen Zeit wie das Video hier. Deswegen, ich wünsche euch, wie gesagt, noch ein schönes Wochenende. Morgen dann der Kampf. Hoffentlich gehen wir am Ende 3-2 raus und nicht 2-1. Bis dann und ciao. Hi und willkommen zur Endcard. Danke, dass du dir das Video angeschaut hast und ich würde mich natürlich auch über eine positive Bewertung freuen und mein Dank gilt auch den Kanalmitgliedern, die hier jetzt aufgelistet sind. Vielen lieben Dank an euch, dass ihr den Kanal supportet. Links kannst du jetzt meinen Kanal abonnieren, falls du das noch nicht getan hast und das empfehle ich wirklich. Und rechts kommst du auf ein Video, welches nach YouTubes Meinung jetzt am besten zu dir passt. Also mal gucken, was YouTube so über dich denkt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Resttag und man sieht sich hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.